Paul Müller, Cottbus verliert 1-2 gegen Werder Bremen, eigentlich ein normales Ergebnis. Tut es trotzdem weh? Ja, sicherlich. Ich denke, wenn wir die erste Halbzeit anders angehen, anders gestalten, ein bisschen mutiger sind, halten wir das Spiel vielleicht länger offen. Ja, so wurde es am Ende zwar noch knapp, aber die Zeit war ein bisschen wenig dann, ja. An welchen Stellen fehlt es denn, um den Favoriten wirklich richtig zu ärgern? Ja gut, ich meine, dass Bremen eine individuelle Qualität hat, ist klar, ja. Da geht es einfach ums Taktische, vielleicht die eine oder andere Sache besser zu machen. Ja, läuferisch haben wir alles reingeschmissen, was wir hatten. Aber das sind dann halt Momente, wo der Unterschied relativ groß ist und dann auch sichtbar. Aber wie gesagt, überhaupt kein Vorwurf an die Mannschaft. Wir haben, denke ich, alles gegeben, wir haben alles reingeschmissen. Das Spiel, ja, so gut es ging, mitgestaltet. Es war schwer, aber am Ende des 2-1, denke ich, kann sich sehen lassen. Ja, es ist natürlich am Ende des Spiels dann immer trotzdem bitter, sage ich mal. Klar wusste man, wer hier die Favoriten sind und wer, sage ich mal, die Außenseiter sind. Aber wenn es dann hinten raus so eng wird und man noch so am Drücker ist und das Zweite machen kann, dann ist es natürlich doppelt bitter. Für Sie lief es ja blendend. Erster Schuss, sofort erster Treffer. Beschreiben Sie die Szene und auch die Gefühle bitte. Ja, ich sehe nur, dass der Ball irgendwie abprallt vom Innenverteidiger und sprint dann in den Raum rein und ja, einfach Instinkt. Den Ball angesetzt und dann, ja, dass er reingeht, ist natürlich super. Ja, natürlich tut es weh, dass es immer nur um ein Tor gescheitert ist, dass wir weiterkommen. Das ist schade, aber daran können wir jetzt auch nichts ändern. Wir haben gut gekämpft. Zweite Halbzeit war sehr gut und ja, ist. Ja, sehr weh, so direkt nach dem Spiel. Weil wir erste Halbzeit uns so viel vorgenommen haben und wenig davon umgesetzt haben. Wir haben ihnen zu viele Räume gegeben und zweite Halbzeit, wenn wir unser Spiel aufziehen, mutig sind. Dann sieht man halt einfach, was möglich war. Natürlich getragen vom Publikum heute, was sensationell war. Durch den Treffer von Tim Heike kommen wir am Ende nochmal ran und dann wird es knapp. Ein, zwei Torschüsse hatten wir noch. Es kann gut gehen. Es hat jetzt leider nicht geklappt, aber klar, es ist bitter, wenn man so knapp dran ist und in den letzten Minuten nochmal drücken kann, aber ja, es dann halt leider nicht schafft. Was hat denn gefehlt, um den Favoriten wirklich richtig ärgern zu können? Ich glaube, die erste Halbzeit hat uns ein bisschen kaputt gemacht, weil wir da nicht wirklich Zugriff hatten im Pressing. Und da viel hinterhergelaufen sind und es kostet natürlich Kraft und ja, ich denke, nichtsdestotrotz haben wir es in der zweiten Halbzeit sehr gut gemacht. Das ganze Stadion hat gebebt und das pusht dann natürlich auch nochmal nach vorne, aber die erste Halbzeit, ja, hat es uns halt natürlich schwer gemacht. Ja, auf jeden Fall, wenn wir in der ersten Halbzeit etwas besser drauf gewesen wären, vorne besser angelaufen hätten, vor allem über unsere linke Seite, da hat Bremen oft Überzahl bekommen, dann wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen, ja. Was fehlt denn wirklich noch, um so ein Summenspiel dann wirklich von Anfang an konsequent dagegen halten zu können? Ja, also gute Frage. Also in der ersten Halbzeit war wirklich das Problem, dass Bremen über rechts immer überlagern konnte. Und das haben wir zu spät erkannt. Also wir auf der linken Seite, wir haben es nicht hingekriegt in der ersten Halbzeit, das gut zu verteidigen. Dadurch hat Bremen immer Räume bekommen, konnte uns immer bespielen. Und das war auf jeden Fall in der ersten Halbzeit der ausschlaggebende Punkt, dass wir nach vorne kaum Entlastung bekommen haben. Also wenn man sieht, wie wir die zweite Halbzeit gespielt haben, dann hätte nicht viel gefehlt, aber in der ersten Halbzeit waren wir zu passiv. Da mussten wir vorne mehr Druck machen und wir haben uns zu viel hinten reinfallen lassen. Aber in der zweiten Halbzeit ist Energie Cottbus, wie die Fans uns getragen haben. Man hat schon gemerkt, wir waren nicht nur 11 Leute auf dem Platz, sondern 14, 15. Und hätten wir das zweite Gegentor nicht bekommen, dann wäre auf jeden Fall sehr viel mehr möglich. Aber ja, jetzt heißt es weiter Gas geben, dass wir dann nächstes Jahr hoffentlich mit den Fans wieder im Rücken ein geiles Spiel machen und hoffentlich auch weiterkommen. Marco Friedl, 2-1 gewonnen bei Energie Cottbus. Normaler Job oder war es doch ein bisschen knifflig zwischendurch? Ja, ich denke, dass wir es in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht haben, bis auf die Chancenverwertung hatten. Einige Chancen, die wir dann auch vielleicht oder besser nützen müssen, haben wir nicht gemacht. Hatten dann noch kurz nach der Halbzeit eine Chance auf 2-0. Ja, und ab da wurde es dann natürlich eklig auch. Ja, das 2-1 nehme ich dann natürlich auf meine Kappe, das darf so nicht passieren und dann ist egal, gegen wen du spielst, wird es immer eklig. 22.000 Zuschauer im Stein der Freundschaft bei einem Viertligisten, ist das eine Atmosphäre, wie Sie sie erwartet haben? Ja, ich glaube, das spricht für einen Verein, das ist ein Traditionsverein, der gehört eigentlich höher oder höherklassig, als er jetzt ist und man sieht ja, die Fans sind überragend, wenn man denkt, das ist für die vierte Liga, ist das unglaublich und ja, hat Spaß gemacht, hier zu spielen vor der Kulisse. Bitte.